Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem badassigen Abenteuer in Borderlands The Pre-Sequel. Yeah. Und ja, mich jetzt gerade rausgeschmissen aus dem Game. Yeah, und Fabian hat's rausgeschmissen aus dem Game. Okay. Ja, und wie in der letzten Aufnahme versprochen, nimmt natürlich nicht der All-Rampage auf. Nein, er muss arbeitstechnisch bedingt, hat er Frühschicht und muss dann immer mit dem Sandmännchen um 7 ins Bett gehen. Und deswegen sind wir jetzt erstmal zu dritt unterwegs und es wird leider die nächsten paar Aufnahmen auch so bleiben. Müssen wir ganz ehrlich sein. Aber deswegen lassen wir uns deswegen ja nicht unterkriegen. Da haben wir trotzdem Spaß. Wir lassen uns nicht lumpen. Wir lassen uns nicht lumpen. Und ich wurde von einem unserer Zuschauer darauf hingewiesen, Simon, dass ich hier dass wir im Allgemeinen unsere Fähigkeitenpunkte zu wenig verteilen. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Da habe ich nämlich noch einen. Immer dieser bunte Abt. Gell, immer dieser Kerl. Da joggt einer durch. Was haben wir hier eigentlich? Waffen. Dolle. Könnte ich nochmal eine Einladung erhalten? Nämlich gleich mit der. Du kannst einfach zu eine wichtige Einladung erhalten. Eine wichtige Einladung. Ups. Das will ich eigentlich nicht. Ich hab sie, du brauchst sie. Okay. Wo ist er denn? Da. Da. Ah, da ist er. Da ist er. Da. Muss ich mir eine neue Waffe kaufen, die ist stärker. Alter. Oh ja. Wollen wir mal, dass das funktioniert? Ah, gekauft! Ist mir egal. Ich hab die Kohlen. Ja, ich bin heute mit den zwei Ladies unterwegs, auf jeden Fall. Du bist voll der Hahn im Korb. So, aber ja, mittlerweile, wie schon im Laufe des Let's Plays mal angesprochen, ist tatsächlich das erste DLC erschienen. Und zwar gibt es jetzt einen neuen spielbaren Charakter und ja, es ist der Doppelgänger von Jack. Also man spielt im gewissen Sinn Jack. Aber den haben wir jetzt nicht, weil wir haben uns gesagt, wir spielen jetzt erstmal das Hauptspiel und dann werden wir uns, wenn wir damit durch sind, vielleicht den Season Pass holen, dann können wir auch alle DLCs ein bisschen besser zeigen oder so. Ja, so, wo ist denn der Gute? Ah, da ist er. Da müssen wir mal gucken. Da ist er. Brechen wir auf, oder? Ja, der muss wieder hier irgendwie. Jungs, holt doch erstmal eure Schlüssel ab hier. Es gibt keine neue Schlüssel für uns. Hast du wieder Schlüssel gekriegt? Ich habe wieder Schlüssel bekommen. Ach, laber kein Scheiß. Ohne Witz. Jetzt geht nochmal drauf, geht oben auf den Reiter, auf den zweiten Punkt und holt eure Schlüssel. Ey, ich habe keine neue Schlüssel. Echt nicht? Nee. Ey, mein Shop funktioniert nicht. Jetzt warte mal, wie viele Schlüssel habe ich jetzt? Wusste ich nochmal, wie viele Schlüssel ich habe? Wieso kann ich da nicht reinsacken? Einfach J drücken und dann unten links. Ich hab 11 Schlüssel, ne? Alter, du Cheater! Ja, gibst du jedes Mal Schlüssel aus, oder? Nee. Ich hab nur einmal einen geholt. Muss ich mal ausprobieren. Also ich probiere jetzt mal aus. Ich hole jetzt mal ein Ding von meinen Schlüsseln, ob dann nächstes Mal neue drin sind. Weißt du, was ich meine? Dass wenn man einmal was ausgibt, dass dann neue kommen. Ja, aber ich habe erst einmal was ausgegeben und bei mir kam schon zweimal was Neues. Also. Ja, ich probiere es mal. Vielleicht irgendwie verbuggt bei Guck dir mal, was so. Du bekommst, mein Freund. Alter. Das ist aber fuck, bei mir funktioniert das gar nicht. Guck dir mal. Was ist was für dich? Bazooka. Nee, das ist nämlich nicht sowas. Ja. Aber könnt ihr nehmen zu verkaufen, die ist ja ganz gut. Ne, den nehme ich dann für einen Wandler. Weil die Wandlervision möchten wir jetzt mal abschließen. Ja, ich komme gar nicht in das Shift-Menü rein. Wieso? Was machst du denn? Ich drücke E, aber es passiert nichts. Ja, siehst du, beim einen. Ich glaube einfach, der Fabi klaut hier von unserem Mushroom die Schlüssel. Genau. Ich komme gar nicht rein, ja, vielleicht ist es irgendwie ein Bug, egal. Glaub auch, so. Okay. So, alle dran, ja. Oh, ich geht's. Will auch noch an die Kiste gehen, okay, egal. Fuck you. Fuck you. Geil wäre gewesen, wenn du sie gerade geöffnet hättest und dann wäre ich raus und wenn du wieder zurück wärst, wär's weg gewesen. So, nehmen wir uns die Gleiter. Ja, ich muss aber erstmal zu diesem Dings gehen. So. Kann sich ja jeder seinen eigenen holen, würde ich sagen. Waffen. So, was gibt's denn da für eine Farbe? Da gibt's doch bestimmt was Cooles. Du brauchst sie, ich hab sie. Für den Claptrap. Aber ich nehme jetzt einfach die Abendstimmung, das klingt cool. Was, Abendstimmung? Ja, das ist sehr romantisch. So, Fahrzeug 1 ist meins. Wo ist's? Hey! Woohoo! Okay. Wollte mal einmal ein cooles Cowgirl sein hier und was klauen, aber.
So, ich nehme ich nehm die Sternkochhalle. Pink oder was? Ja, so. Ja, muss ja zum weiblichen Charme passen, ne? Ich wollte eigentlich eine andere Kanone, na egal. Boah, die ist geil, oder? Guck mal. Das so. Keine Assis. Auf geht's. Fuck, wie machen wir das nochmal? F. Ui. Oh, mit F. Oh, Gott sei Dank. Beinahe die falsche Taste gedrückt. Alter. Alter, was geht mit euch? Was macht ihr da? Oh, die letzte Aufnahme ist doch schon eine Weile wieder her, ne? Alter, ich werd angegriffen. Ich glaube, wir müssen da hoch, ne? Oh, fuck. Wir können, glaube ich, gar nicht. Ja, wir müssen das Ding... Oh, das ist schon scheiß... Können wir da hochspringen? Ich glaube nicht. Nee, bei mir mach nicht. Das scheiß also, Fahrzeug fertig. Also, kurzer Fahrzeugtrip. Wir können da drüben uns ja wieder neue holen, glaube ich. So. Und von da. Oh, jetzt habe ich aus Versehen mein Ding angemacht. Wollte ich eigentlich gar nicht. Wie geil. Sehr geil. So. Danton. Müssen wir denn jetzt hier hin? Da waren wir noch nie, oder? Da drüben. Doch. Nee. Echt? Waren wir da schon mal? Ich meine, ja, wir waren hier noch. Ja, doch, da waren wir schon mal. Echt? Aber da müssen wir jetzt wieder hin. Ich hab schon gehört, dass du Wandler-Ersatzteile suchst. Tja, such dir deine eigenen. Das hier ist schon vergeben. Was, du Rooster Booster? Da waren wir schon mal in einer Mission, aber da haben wir was anderes gemacht. Ja, ich erinnere mich. Da haben wir ja diese komischen Viecher. Boah, die ist ja voll ungenau. Nee, die ist genauer eigentlich wie die andere. Brauch mal eine Laserwaffe, eine richtige. Boah, nee, die ist irgendwie nicht so genau. Ja, erinnere mich, die Pistole. Die ist genauer. So, weg mit dem Dreck. Boah, ich liebe die Sniper einfach. Das ja, toll. Schon keine Gegner mehr. Ah, da ist einer. Nimm da ruhig, der Hüfte, Mann. Ruhig die Dinger mit, ne? Da alles mit, was ihr sehen könnt. Da ist einer. Ah, der Pistole ist echt hart. Die ist gut. Oh, Alter, flieg hier nicht von meinem Gesicht. Ey, was ist hier los? Was geht hier? Die Echos haben wir ja schon. Wow. Schieß mich an, du Depp. Süßer. Ja, super. Einfach in die Leere geworfen, da liegt irgendwas. Oh nee, das ist schon badass. Schlechte Flirte. Hey, da hinten gibt's ein verstecktes Ding. Da hinten gibt's eine Kiste. Ja, da hin. Dann kann man gucken, wenn man da noch ein kommt. Der wird's endlich, Alter. Gucken wir mal, da irgendwie hinkommt, Wischen. Jupp. So. Wo denn ist die Kiste, wenn ich mal frage? Da hinten. Siehst du das nicht? Da im Eck. Ah, ja, da hinten, gell? Ah, ich glaube, da müssen wir, aber ich glaube nicht, dass wir darüber springen können. Wir müssen, glaube ich, von einer anderen Seite hingehen. Da hinten gibt's einen Weg hin. Auf der Map gibt's, glaube ich, einen Weg. Ja, ich glaube auch, dass da ein Weg hinführt, also. Weil ich glaube nicht, dass wir so weit springen können. Ich kann es so mal versuchen. Aber wir können da runter springen, oder? Das müsste klappen. In Tod? Ja, das geht. Nö, da wo ich hinspringe, guck mal. Nein, nee, das kriegst du das auf keinen Fall. Doch, ich hab's geschafft, aber ewig knapp, ey. Oh nein, das schaffe ich dann nicht, wenn es so knapp war. Oh nein. Zack, da ist er weg. Ich bin erst in die andere Richtung gesprungen, dachte mir so, oh, nee, das wird nichts. Mal. Schon beim Ansprung habe ich schon gemerkt, oh nee. Sag mal, ich versuch's mal. Du musst halt richtig Anlauf nehmen und dann richtig, und dann halt in diesen Zusatzboost aktivieren, dann schaffst. Aber ich hab's ewig knapp geschafft. Und so macht's ein Profi. Ja, du schaffst richtig, weit. Ja, du bist halt leicht wie eine Feder, du bist so eine dürres Mädchen, ey. Naja. Oh, mein Sauerstoff, verdammt neu! Ah, von hier aus kommst du hin, komm mal, wo ich bin! Ich hab keinen Sauerstoff mehr! Seht ihr mich? Hier auf der Klippe? Ja, super, jetzt müssen wir jetzt zu dir zurück. Oh, fuck. Also, ich probier's mal, ihr müsst. Wartet mal. Oh, nee, das wird knapp. Doch, das schaffst du, oder? Jawohl. Gut aus. Easy. Ja, aber dann kommen wir auch mal dahin. Die Herzkammer. Ganz am Anfang vom Level.
wo die zwei Kyro-Pflanzen sind. Da müsst ihr, diese Pilze, da müsst ihr hoch die Klippe springen. Oh fuck, mein Sauerstoff. Also wieder den Weg zurück wieder? Da lag doch Sauerstoff, warum hast du das nicht mitgenommen? Hier da gibt's auch. Was, ach so, was, die, ich mach's mal kurz auf damit. Ja, okay, auf. Hier gibt's einen Sniper und ein Rifle. Ein Riffel? Ein Riffel. Oh, diese scheiß Pflanze hat mich eingefroren. Ja, mich auch. Alter, ich häng. Ja, mach mal. Ja, aber es ist echt nur Käse, ne? Ja, ja. Ja, aber gar nicht mehr. Das können wir nachher an den Wandler stecken. So. Ey, ich hab bei mir alles schon voll. Komm, lass mal hier reingehen, gucken wir das uns mal an. Das ist voll geil aus, ey. Ui. Aber ich glaube, von da aus wär ich auch hochgekommen. Fuck, Mann, Alter, ich brauch Sauerstoff. Hier bei mir. Hinter dir. Ah, da. Okay, ist geil. Boah, ist hier los. Das ist für eine kleine Spinne. Das ist die Herzkammer. Ja, aber echt. Alter. Ich nehm die da. So, Alter, wer? Dummer Spucker, Alter, was ist da los? Ich find's so geil, dass diese verdammten Spinnen auch so. Alter, nein, die Königin. Wo? Nein, ich bin tot. Boah, Alter, nein. Wischen du. Achso, ich bin wieder da. Boah, Alter. Ich muss mal kurz zur Seite, das sind zu viele. Okay, Feuer ist glaube ich ziemlich effektiv. Boah, Alter. Alter, wer steht da? Die macht so scheiß Fernkampfattacken. Boah, ich. Boah, leck 1700 Schaden. Wer liegt, Fabian? Ich lieg. Neue Stärke. Alter, jetzt bring ich noch gegen diese Pflanzen. Oh, ich bin tot. Boah, fuck, ihr liegt beide. Erstmal Ray. Boah, Alter. Das sind ja genug von den kleinen Viechern, die man kaputt hauen kann. Wenn man liegt. Ja, geht aber zum Mushroom. Ja, help. Boah, Alter. Habe ich erst erwischen würde, wenn sie immer ruhig bleiben. Nein! Fuck, sorry. Knall einfach auf die Königin da. Die hat nicht mehr viel. Yeah, Levelaufstieg. Yeah, Levelaufstieg. Ja, geil. Ey, das sind echt viele, gell? Ja, Mann. Ey, ich meine, Fähigkeit ziemlich stark, automatisches Ziel. Das ist top, ey. Immer Headshots. Erwischt. Boah, Alter, Zeug hier rum. Alter! Wie viel Zeug hier rumliegt, aber wie viel Geld? Ja, doch alles automatisch auf dem Deck. Wie Geld manchmal irgendwie nicht so gern. Au! Mondstein. Maximale Gesundheit. Nehme ich mal mit, das hoffe ich. Lawbringer ist scheiße. Ey, hier liegt über dem Mondstein drin. So. Skillen wir gleich, dass wir da alle zufrieden sind. Simon. Mitten im Getümmel, ne? Nimm mal mit, ist gut. Also Munitionsauffüllfähigkeit wäre echt nicht schlecht, ne? Ja. Jetzt haben wir nur Heilung. Aber die ist halt auch noch nicht so stark. Ja, leider. Was habe ich das? Team Abklingzeit, okay. Plus 11%, ey, dann lassen wir das. Ist einfach weggeflogen. Da liegt Mondstein. Au. Scheiß Pilz. So. Wir sind irgendwo in so einer Dreckshöhle gelandet. Wahrscheinlich fühlt uns sogar ein Quest hier hin, aber. Ja, wir machen schon mal einmal durch und müssen nachher nochmal durchmachen. Ja, wahrscheinlich. Ah, egal. Dann laufen wir einfach mal durch, vielleicht finden wir. Dann wissen die ja schon, wie es geht. Echt ja was.
So sieht's aus, meine lieben Freunde. Mondstein, Flieg und Sieg. Ein Monster Energy Drink. Das Mondstein, Flieg und Sieg. Das war doch was anderes, oder? Wie bitte? Echt? War das ein Mondstein? Nee, oder? Nee, Mondstein war es nicht. Irgendwas anderes. Also aufgepasst, liebe Sailor Moon Freunde, was hat sie geworfen und hat gesagt, Flieg und Sieg? Ich kann mal schon meine Freundin fragen. Den Mondstein, doch. Echt? Mondstein, Flieg und Sieg? Nein. Yassima, warte mal, ich frag mal ganz schnell. Ich frag gleich an der Quelle. Was hat Sailor Moon gesagt? Was hat Sailor Moon gesagt? Mondstein, Flieg und Sieg? Mondstein, Flieg und Sieg. Es war Mondstein, Flieg und Sieg. Ja, ist Mondstein? Er hat ihn einen Stein geworfen. Nein, ja, zum Vorrang. Ihr Diadem war das halt. Das aber der hieß Mondstein, ist ja krass. Okay. Das sieht man wieder mal. Ich hab's nie wirklich geguckt. Ich hab's meine Cousine früher mal angeguckt. Ja, meine Schwester hat es immer geguckt. Und ich hab das eigentlich dann immer mit. Immer ich hab das als mitgeguckt, Hauptsache, dass ich Fernsehen gucken kann, aber ich fand's eigentlich nie geil irgendwie und. Ja, hab's dann. Ja. Irgendwas kam aber noch danach, glaube ich. Das habe ich dann. Dragon Ball oder Pokémon? Ja, irgendwie sowas. Das war also ganz früher als war das. Weil meine Schwester hatte halt damals schon einen eigenen Fernseher. Und wow. Das fand ich halt so geil und deswegen habe ich da immer geguckt. Das waren noch die 90er, verdammt. Ja. Heutzutage hat man, glaube ich, mit einem Jahr schon Fernseher. Da hast du schon ein Tablet stehen. Ja. Ja, ist echt krass. Ich habe ja in meiner Verwandtschaft zwei jüngere Cousins, ne? Und die haben halt echt alle schon ein Smartphone, Alter. Der eine ist gerade mal in der ersten Klasse oder so. Ach was, Alter. Mit 6 Jahren. Ja, das Ding ist ja so groß wie sein Körper, ey. Ja, das ist total krank. Ich verstehe das auch nicht. Würde ich jetzt eher da nie machen, Mann. Gell? Also, das wäre jetzt. Nee, also, ich habe letztens auch zu meinen Eltern gesagt, ich bin jetzt mit der Generation aufgewachsen hier. Und beziehungsweise, ich habe das jetzt miterlebt. Also, wie es ohne war und wie es jetzt halt mit ist. Und, Fabian. Tschüss. Und, und ich würde meinen Kindern sowas extrem spät erst geben, so ein Smartphone oder sowas. Und wenn, dann auch kontrollieren. Es gibt ja extra so Schutz-Apps, also wo du sagen kannst, okay, muss erst über Eltern geprüft werden oder sowas. Weil die könnten sich ja schon alles runterladen. Ich meine, ich weiß ja nicht, was mir ist. Aber es ist, glaube ich, auch schwierig heutzutage, deinen Kindern sowas einfach vorzusetzen, ne? Und jeder andere darf es in der Klasse. Ja, nee, ja, ich glaube nicht, dass sie es dürfen, die wissen es halt nicht. Aber das ist ja dann mir egal in dem Fall. Ich wäre halt ein Assi-Papa an dem Punkt. Ja, aber, ja, eben. Das ist ja dann auch irgendwie eine gute Erziehung irgendwie auch. Ich glaube, wir müssen hoch, oder? Ja, ich glaube auch, dass. Ich glaube, wir müssen halt noch eins höher dann wahrscheinlich. Ich habe den Lift einfach mal aktiviert und ihr seid einfach mal drauf gestiegen. Nee, ich dachte auch, dass man nach unten muss. Deswegen. Oh, geil. Oh, fuck. Du hast einen Skillpunkt übrig. Um deine Alter, wie Assi. Assi-Ray. Ich schicke ihn wieder runter. Ich fährt einfach ohne hoch. Jetzt kommt der nächste und nochmal einer. Der arme Lift. Ich bin so fasziniert von diesem Lift. Ich muss ihn dauernd bedienen. So, jetzt, aber wie kommen wir hier hoch? Ich glaube, da kann man drauf springen. Oh, Alter. Bitte, macht keinen so Lärm hier. So, jetzt bin ich oben. Ah ja, ich hab's. Keine Spur von Rooster Booster. Er muss sich aus dem Staub gemacht haben. Hau das Ding in Stücke und bau die Rekombinierungsmatrix aus. Zum Glück bist du ja auch ein Technikfreak. Ah, die Rekombinierungsmatrix. Zack. Das ist schwieriger, als ich dachte. Da ist Rooster. Verpiss dich. Super. Jetzt müssen wir diesen störrischen Wandler aufknacken. Aua. Sprengstoff, perfekt. Oh, das ist dann nochmal anbringen. Eine Pistole. Ja. Unten, wir müssen runter. Ah, da ist nochmal ein Sprengstoff. Hol den mal schnell jemand. Ja, fahr mich. Perfekt. Dann setzt es oben ein. Ah, da müssen wir das hier machen. Zünder. Achso, ja, warte mal kurz. Und zack. Jetzt. Abhauen. Nee, warte, ich habe nur platziert jetzt. Oh, ich habe keinen Sauerstoff. Auf sichere Distanz. Stell den Zünder ein und dann kann's losgehen. Ich habe sonst einen Skillpunkt zu verteilen. Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, das ist eine Waffenkiste. Ja, mach mal die Waffenkiste erst. Naja, nichts Besonderes. Wow, eine weiße Waffe. Ja, ich nehme mal mit, machen für einen Wandler nachher. Ja, da kann man alles reinwerfen. So, wo müssen wir denn hin? Ah, ich glaube, wir müssen hier runter, ne? Ah, da runter müssen wir. Da hinten ist nochmal eine Waffe. Vermutlich weit genug.
Hab ich geil. Warte mal. Bitte, ja, na, lass mal schnell da hinten, da geht ihr mal rein, ich geh mal oben. Boah, Leck, ja, das stimmt.